Wir reagieren heute auf ein Video von Achse Ost-West, wo er das Bündnis Sarah Wagenknecht kritisiert. Bevor wir mit dem Video anfangen, schauen wir uns erstmal an, was die Vorsitzende des Bündnis Sarah Wagenknecht, Amira Mohamed Ali, aktuell zum Thema Wirtschaftsmigration sagt. Es gibt ein Grundrecht auf Asyl. Das steht auch in unserem Grundgesetz. Das heißt, die Menschen, die politisch verfolgt werden, unter anderem, haben einen Anspruch auf Schutz. Die Frage ist tatsächlich, ob dieser Anspruch bedeutet, dass man nach Deutschland kommen muss. Das ist eine andere Frage. Das muss man europäisch angehen. Aber Migration, und damit meine ich besonders das Thema Wirtschaftsmigration, das sind Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, die nicht verfolgt werden. Das muss man dringend begrenzen. Das ist so, ja. Das sagt Amira Mohamed Ali hier. Das ist die aktuelle Position des Bündnis Sarah Wagenknecht. Dazu werden wir gleich noch kommen. So, kommen wir erstmal zu den Umfragen, in denen das BSW angeblich so schlecht dastünde. Der erste Talking Point von Feroz Khan. Ich sollte recht behalten, als ich im November letzten Jahres der angekündigten Wagenknecht-Partei einen grandiosen Fehlstart vorausgesagt habe. All die Hilfestellungen seitens der Öffentlich-Rechtlichen haben nichts gebracht, der ganze künstliche Hype verpufft derzeit und der mitten während der Bauernproteste gegründeten Partei droht eine Bruchlandung, noch bevor es richtig losgeht. Nicht mal in den Ostbundesländern knackt sie noch die 5%-Hürde und das... Wir sind jetzt... das ist die Forsa-Umfrage. Das ist die Umfrage, wo Wagenknecht am schlechtesten dastand. Ich glaube, darauf können wir gleich schon mal eingehen. Es gibt eine Umfrage von INSA. Gleiche Methodik, Wagenknecht-Partei nicht explizit abgefragt. Die gibt es in dem Artikel hier in der Bild-Zeitung. So heißt er, ist leider hinter einer Paywall. Deswegen schauen wir uns hier an, was sich hinter dieser Paywall finden ließe. Ich bezahle doch nicht bei der Bild irgendwelche Abogebühren. BSW bei 7%. Macht das Video von Feroz leiser? Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. BSW steht aktuell, ihr habt es gehört, bei 7%. Also laut dieser INSA-Umfrage. Es gibt nämlich noch eine INSA-Umfrage, da hat man das Bündnis Sarah Wagenknecht extra abgefragt. Also viele Wähler wissen gar nicht, dass die Wagenknecht-Partei Bündnis Sarah Wagenknecht heißt. Viele Wähler wissen gar nicht, dass man diese Partei wählen kann. Das muss man ihnen explizit mitteilen. Und da ergibt sich doch ein sehr anderes Bild. Das ist eine Umfrage von INSA von letzter Woche. Da kommt das Bündnis Sarah Wagenknecht auf 14% der Stimmen. Also das habe ich hier aus diesem Artikel der Welt. Also zwischen 7% und 14% der Stimmen auf Bundesebene liegt das Bündnis Sarah Wagenknecht. Also weit oberhalb dieser 4%, die Feroz Khan uns hier weismachen will. Trotz der anfangs in Aussicht gestellten 25%. Das ist eine Blamage nicht nur für Wagenknecht selbst, sondern für das ganze herrschende System. Denn dass eine derart irrelevante Partei... Nein, ist es nicht. Wie gesagt, sie liegt zwischen 7% und 14% und Wagenknecht hat auch nichts mit dem herrschenden System zu tun. Da sind auch nicht Mitglieder der Hayek-Gesellschaft wie Beatrix von Storch oder Alice Weidel in den obersten Rängen der Partei. Überhaupt also prominent in Stellung oder Rüstungslobbyisten im Bundestag. Wird, mit eigener Doku, Sondereinladungen in Talkshows und anderweitig unterschwelliger Bewerbung. In der Talkshow hat Lanz versucht, zusammen mit Robin Alexander und so einem Typen von Korrektiv, Korrektiv ist ein Propagandaportal der deutschen Regierung, beziehungsweise von großen US-Konzernen, Wagenknecht versucht, in die Nähe von Rechtsextremismus zu rücken, weil sie ein Konto bei der Volksbank Pirna hat. Also weil ihr Verein ein Konto bei der Volksbank Pirna hat. Also in diesem Maß betreibt der ÖR Propaganda gegen sie. Also er lädt sie in Talkshows ein und macht dann im Prinzip 3 gegen 1. Also ähnlich wie mit AfDlern. Also Feroz Khan hier irgendeine Differenz zu konstruieren versucht, hat nichts mit der Realität zu tun. Ist ja nur dem geschuldet, dass die herrschenden Wagenknecht gegen die AfD ausspielen wollen. Wie eine Billardkugel soll sie nämlich die AfD versenken und dann selbst die Rolle... Gemerkt, nur Unterstellungen, keine Belege. Also einfach, er denkt sich hier einen Schwachsinn aus, der nichts mit der Realität Rolle zu tun. Der bequemen Opposition zu bekommen, weil dieser Zug mit der AfD vorerst abgefahren ist. Sie hat, nachdem ihr Plan gescheitert ist, keine andere Wahl. Sie bietet keine echte Opposition, die wirklich entscheidend und schmerzhaft für das Schicksal von Deutschland sind. Das zeigt nicht nur die Besetzung der Parteispitze mit Amira Mohamed Ali, die Zitate... Ich wollte jetzt ein altes Zitat bringen. Ich hatte euch die aktuellen Zitate gerade gezeigt. Sie ist für die Begrenzung von Wirtschaftsmigration. Wie wir uns mit der AfD auseinandersetzen, falsch. Weil natürlich ist Alice Weidel kein Nazi. Und es gibt in der AfD Nazis. Aber trotzdem heißt das nicht, dass jeder in der AfD solche Positionen vertritt. Was ist Frau Weidel für Sie? Frau Weidel ist jemand, der... Also das ist keine gute Rhetorik. Also da hat Feroz Khan schon recht. Also man sollte nicht abstrakt von irgendwelchen Nazis sprechen. Also wenn man das kritisiert, dann sollte man was Konkretes kritisieren.
Beispielsweise, dass Alice Weidel Mitglied in der Hayek-Gesellschaft ist, total neoliberal ist. Dass Beatrix von Storch komplett verrückte libertäre Position hat, dass sie auch Mitglied in der Hayek-Gesellschaft war. Ich meine, die kommt aus der Hayek-Gesellschaft, die ist in hohem Grade politisch, würde ich sagen, nahe bei der FDP und bei der CDU. Ich bin mal gespannt, was Ferros gleich zur Hayek-Gesellschaft sagen wird. CDU, bestimmt nicht bei mir. Mhm. Aber ich halte es auch da, um das deutlich zu sagen, für falsch, wenn man jetzt Frau Weidel zu einem Nazi erklärt. Das ist eine überzogene, hysterische Debatte, die am Ende der AfD hilft. Es ist jedes Mal dasselbe und es kotzt mich an, dass sich so jemand als oppositionell profilieren kann. Das ständige Ja-Aber verrät mir, dass Wagenknecht eine Scheinopposition ist, die kein scharfkantiges Profil mit. Ja, aber Mitglied in der Hayek-Gesellschaft sein, also Neoliberalismus, eine dieser globalen Agenten, die unter anderem von der Montparnasse Society, vom WEF gepusht werden, die zu teilen, ja, das macht einen nicht zu einer Systemopposition. Nein, also dazu kommt jetzt natürlich auch kein Statement. Bringt, geschweige denn Mut zum offenen Widerspruch. Immer im Zweifel mit sich selbst, stets in der leisen Hoffnung, die Herrschenden doch noch irgendwie. Ja, Steuern für Reiche senken und Arbeitslose schlechter behandeln. Ich glaube, davon hatten wir in Deutschland in der Vergangenheit deutlich zu wenig an Politik. Also ist ja nicht so, dass der Steuersatz für Millionäre sich in den letzten 3 Jahrzehnten mehr als halbiert hätte. Ist ja nicht so, dass die Zahlen Sozialwohnungen 2/3 zurückgegangen wäre. Ich glaube, weniger Sozialwohnungen, höhere Steuern, niedrigere Steuern für Reiche zu fordern, das ist offener Widerspruch. Irgendwie in die richtigen Bahnen lenken zu können. Eine Ja-Aber-Opposition kennzeichnet sich auch dadurch, dass sie den Herrschenden höchstens mit Coach-Kritik entgegentritt, um damit den gemeinsamen Feind, nämlich die AfD, zu schwächen. Und er ist Mitglied nicht nur der AfD, sondern Fraktionsvorsitzender in Thüringen. Also das heißt, sie haben ja diese Leute in ihren Reihen. Das ist ja nicht neu. Und deswegen kann man und sollte man sich immer wieder darüber empören. Aber was mich viel mehr umtreibt, ist, wie schaffen wir es, dass nicht so viele Menschen in Deutschland so verzweifelt sind, so politisch heimatlos, dass sie am Ende so eine Partei trotz der Höckes und trotz der Nazis wählen. Man sollte doch irgendwie darüber reden, warum. Ja, Hocke in einer Verbindung mit Nazis zu nennen, das finde ich nicht gut, das ist keine gute Rhetorik. Also wie gesagt, nicht allgemein von Nazis sprechen. Wie gesagt, damit macht man sich angreifbar von Seiten des AfD-Vorfeldes. Aber das hier ist keine Coach-Kritik. Also es stimmt ja, dass viele Leute, viele Positionen der AfD, sowohl was den Neoliberalismus als auch den Militarismus, als auch bestimmte Positionen des Rückenflügels angeht, eher nicht wählen würden, wenn es eine vernünftige linke Protestpartei gäbe. In Thüringen zum Beispiel. Das hat nichts mit Coach-Kritik zu tun, also eine vernünftige linke Partei, so wie es die FDP, SPD früher mal war, so wie es die Linke zeitweise war. Also so eine Partei, die würde ja eine völlig andere Politik machen als die AfD und als die Altparteien. Also diese falsche Dichotomie, die Ferros hier aufbaut, die ja ist Kern seiner ganzen Agitation. Wie so viele Menschen eine Partei wählen, an deren Spitze in Thüringen wirklich ein Rechtsradikaler ist. Aber wie gesagt, ich finde, wir sollten eher darüber reden, warum ist eigentlich die AfD so stark? Nee, ich bleibe bei der Unregierbarkeit. Also wenn es noch unregierbarer wird, ist es auch okay. Ich wünsche mir, dass die Menschen, die jetzt auf der einen Seite gar nicht mehr wissen, wen sie wählen sollen, oder die aus Verzweiflung, aus Frust, aus Verärgerung AfD wählen, aber nicht, weil sie deren Positionen gut finden, sondern weil sie einfach der Regierung zeigen wollen, wie unzufrieden sie sind. Ich möchte, dass diese Menschen wieder eine seriöse Adresse haben. Das ist insgesamt. Ja, die AfD ist unseriös. Also sich mit irgendwelchen komischen Influencern da zu treffen und darüber zu debattieren, wie man am besten 14 Millionen Leute loswerden könnte. Ja, darunter Millionen Leute, die einen deutschen Pass haben, würde ich jetzt nicht unter seriöse Politik fassen. Also, man könnte dafür jetzt auch härtere Worte finden, aber das brauche ich gar nicht. Das brauche ich gar nicht. Insgesamt wenig überzeugend, angesichts dem Ernst der Lage, mit solchen Leuten ist eine echte Veränderung nicht zu machen. Echte Veränderung gibt es nur, wenn man die Steuern für Reiche weiter senkt und noch mehr Geld fürs Militär ausgibt. Dann gibt es eine echte Veränderung. Dann haben wir endlich, dann fließen Milch und Honig in Deutschland, wenn Rheinmetall noch ein bisschen mehr Gewinn macht. Und die Wähler durchschauen diese Masche und strafen das, wie gesagt, völlig zu Recht ab. Die Werte des vielbeschworenen Bündnis Sahra Wagenknecht sind im Sturzflug, gehen Splitterparteienstatus und das ist auch gut so. Ich für meinen Teil bin... Es stimmt einfach. Also wenn Ferros hier sagen würde, okay, wir haben erste Umfragen, die sehen nicht gut aus. Okay. Könnte man argumentieren. Aber zu sagen, also wir haben noch keine seriösen Umfragen. Wir haben noch keine Umfragen, die das überhaupt erfassen.
Das ist das Problem. Wie gesagt, die neueste Umfrage, die ich gefunden habe, ist von INSA, wo das BSW nicht explizit abgefragt wird. Hier, da haben sie 7%. Das ist die neueste Umfrage, die ich gefunden habe. 7% auf Bundesebene, wenn sie nicht explizit abgefragt werden. Wenn man sie explizit abfragt, dann hier 14%. Also das ist die Range, wo sich das BSW ungefähr bewegt. 7 bis 14%. Sarah Wagenknecht durchaus dankbar, denn durch ihre Abkopplung von der Ex-SED hat sie klare Verhältnisse für alle geschaffen. Beide zusammen hatten ein undurchsichtiges Image aus altlinkem Sozialismus mit stiefmütterlichem Augenmerk auf Grenzen. Unsinn, die Linke war eine gemäßigt sozialdemokratische Partei. Also sie hat nie irgendwie die Einführung der Planwirtschaft befürwortet. Also die SED hat sich ja schon mit Umbenennung in PDS von diesem Programm verabschiedet und die WASG, das war eine SPD-Abspaltung. Auch die hat nie die Einführung einer Planwirtschaft gefordert. Also das mit dem Sozialismus, das ist ein Strohmann, den bauen die Rechten immer auf, damit sie die Wagenknecht-Partei diskreditieren können. Das haben wir auch bei Tim Kellner gesehen, das haben wir bei zahlreichen anderen rechten Influencern gesehen, bei Clownsfeld und so weiter. Grenzschutz und neulinker Vogue-Politik mit erheblichen Berührungsängsten bezüglich der entscheidenden Schicksalsfragen dieser Nation. Durch ihren Split hat Wagenknecht diese Zweckallianz aufgebrochen. Sie hat eine klare Linie gezogen und der Augenwischerei in Bezug auf den Woggenteil der Linken ein Ende bereitet. Ergebnis ist, dass damit zahlreiche Wähler innerhalb dieses Spannungsfelds verspielt sind und damit sowohl zahlreiche Wähler von Grünen, SPD, CDU, die einfach keine Lust mehr auf die Altparteien haben, zahlreiche Nichtwähler, die eben nicht die AfD wählen wollten, weil sie eben nicht mit deren Programmatik klargekommen sind, davon überzeugt werden, wieder wählen zu gehen. Also das ist doch ein großer Erfolg. Die Linke als auch das BSW unter die 5%-Hürde fallen. Und was das BSW anbelangt, nun, da bleibt außer erkenntnisängstlicher Coach-Kritik und Anbietern an das System in den entscheidenden Fragen nicht sonderlich viel. Wie gesagt, nicht einmal in den Ostbundesländern, wo man sich einen... Er hat ein paar Zeitungsartikel rausgesucht. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, die Umfragen aktuell sind ungenau. Es ist normal bei völlig neuen Parteien. Das war bei der AfD in ihrer Gründungsphase auch normal. Da gab es auch einige Umfragen, die haben sie gar nicht aufgeführt. Andere Umfragen, die haben sie nahe der 5%-Hürde gesehen. Und am Ende ist die AfD dann 2013... bei ja, nahe 5% gelandet, ist gerade so nicht in den Bundestag gekommen. Und beim BSW, ich hatte es gerade gezeigt, ich blende es nicht nochmal ein, zwischen 7 und 14%. Je nachdem, ob man die Partei direkt abfragt oder ob man sie nicht direkt abfragt. Das sind die aktuellst verfügbaren Umfragewerte. Das kann sich natürlich noch ändern. Und ja, aber es sieht nicht danach aus, als würde diese Partei ein Misserfolg werden, sondern schon jetzt hat sie höhere Umfragewerte, als die Linkspartei es die letzten 2-3 Jahre hatte. Steilstart ausgemalt hat, reicht es mehr für die 5%. Und neben diesen schlechten Nachrichten für Wagenknecht... Ich bin mal gespannt, was... Also das Video, was Ferros in 1, 2, 3 Monaten, wenn sind die Umfragewerte noch mehr diesen... Ja, noch mehr annähern werden. Also wie gesagt, bis zu 14% sind drin, wenn sich die mehr diesen Werten annähern werden, was er dann sagt. Gibt es auf der anderen Seite auch gute Nachrichten für uns? Die Linkspartei hat sich damit wohl auch erledigt. Wagenknecht ist quasi die unfreiwillige... Noch bessere Nachrichten sogar, und zwar auch für uns. Also die Linkspartei, das ist ja nur eine zweite grüne Partei, die braucht kein Mensch. Es ist gut, dass die sich erledigt. 3%, neueste INSA-Umfrage. Linkspartei genauso stark wie Freie Wähler. Und die FDP fliegt vielleicht auch raus, wenn alles gut läuft. Also das sind tatsächlich gute Nachrichten. Da kann ich Ferros mal zustimmen. Abrissbirne für sozialistische Parteien in Deutschland, eine Lose-Lose-Situation für das BSW und die Linkspartei. Könnten Sie das vielleicht mit den Grünen und der SPD nochmal machen? Eure Zeit ist abgelaufen, wir haben weder Bedarf noch den Luxus, mal zu schauen, wie es wäre. Es wird Zeit für echte Veränderungen und offenen Schlagabtausch über die... Echte Veränderung heißt ein anderes Sozialsystem. Echte Veränderung heißt endlich mehr Wohnungsbau, mehr staatlicher Wohnungsbau. Echte Veränderung heißt Regulierung der Finanzmärkte, heißt Abrüstung, heißt konsequente Friedenspolitik, heißt, ja, wieder sich mit Russland an einen Tisch zu setzen. Was sind alles echte Veränderungen? Und das wird mit einer schwarz-blauen Koalition. Ich meine, was hat uns die AfD denn anzubieten? Also der einzige realistische Koalitionspartner wäre ja die CDU. Das ist in so einer Koalition absolut undenkbar. Die wirklich wichtigen Fragen. Dazu gehört allen voran die Demografie- und Migrationsfrage in Deutschland und hier gibt es nur eine relevante Kraft, die das authentisch vertritt. In diesem Sinne, Arrivederci BSW, nehmen Sie bitte... Also, da ist die Position des BSWs auch relativ klar. Ich hatte euch den Clip von Mohammed Ali schon gezeigt. Hier, den hatte der gute Seller gepostet.
Soll ich euch jetzt nochmal einblenden? Oder, ach nee, ihr habt es ja am Anfang gesehen, ich hatte das direkt am Anfang gezeigt, um das abzuräumen. Das BSW ist für eine deutliche, deutliche Reduzierung der Wirtschaftsmigration. Wirtschaftsmigration von außerhalb der EU sollte bestenfalls fast auf null reduziert werden und für einen Schutz von im Grundgesetz verankerten Grundrechten sowie dafür, dass deutsche Staatsbürger in Deutschland bleiben dürfen. Also was dort in Teilen der AfD diskutiert wird, dass man deutschen Staatsbürgern ihren Pass wegnimmt und sie dann in irgendwelche nordafrikanischen Musterstädte schickt, das ist verfassungsfeindlich. Also wer deutscher Staatsbürger ist, der darf in Deutschland bleiben. Wer hier illegal ist, der wird zurückgeschickt. Das ist die eindeutige Position des BSW. Das ist eine vernünftige Position. Und sich mit irgendwelchen komischen privaten Spendern und Influencern aus Österreich da zu treffen, um zu diskutieren, wie man 6 Millionen Menschen einen Pass wegnehmen und sie zurückschicken kann, weiß ich nicht. Das ist genau das, was Wagenknecht mindestens unter unseriös, wenn nicht mit etwas noch deutlicheren Worten bedacht hat.